Bundesliga-Partie am heutigen Samstag, erstes Spiel im Jahr 2014 zwischen dem TSV Freistadt und dem aktuellen zweiten BC Bischmisheim. Herzlich willkommen. Super, dass alle zahlreich hier sind. Ich begrüße insbesondere unseren Bezirksvorsitzenden, der gerade reingekommen ist, Dieter Sichert. Ich begrüße unseren Präsidenten des Bayerischen Badmintonverbandes, der heute hier wieder für tolles Kino sorgen wird, bin ich überzeugt. Dieter Gläser, herzlich willkommen. Und natürlich unser Ehrenvorsitzender Marc Schöll. Ja, wir werden jetzt mit den Mannschaften beginnen. Wir werden jetzt einlaufen. Unser Team wird mit unseren Jüngsten einlaufen, die nächste Woche Bezirksrangliste-Turnier spielen werden. Und ich würde einfach wirklich alle bitten, richtig gut hier anzufeuern, wenn ich jetzt die Teams aufrufe. Ich begrüße als erstes den Tabellenzweiten von Saarbrücken in den ersten BC Bischmisheim. Herzlich willkommen! Und ich begrüße natürlich auch unser Team vom TSV Freistadt. Okay, bevor ich jetzt die Mannschaften hier einzeln vorstelle, möchte ich hier noch einen Geburtstagskind herzlich begrüßen und beglückwünschen. Das ist der Luca. Ja, 11 Jahre. Luca spielt seit 2 Monaten Badminton. Nächste Woche ist erstmal eine Bezirksrangliste und wir hoffen, dass er irgendwann hier in unserer ersten Mannschaft steht. Also erst herzlichen Glückwunsch. Ich habe noch ein kleines Präsent für dich. Was ist die beste Sportart? Jetzt sag nichts Falsches. Und die zweitbeste? Und was ist auch gut? Ja, okay, schau mal. Hallo. Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du wirklich Bayern-Fan bist, aber ich kann dir sagen, ihr werdet die beste Mannschaft in der Welt. Schenke ich dir. Ja? Ja, wir begrüßen die Teams, allen voran unsere Referees. Ich begrüße Klaus Berger. Und Helmut Besser. Und jetzt kommen wir zu unserem Gegner am heutigen Tag. Einige bekannt, aber glaube ich haben noch nie in Freistadt gespielt. Der Verein hat hier mal trainiert, da waren wir noch nicht so gut. Okay, also vielleicht zur Information. Der erste BC Bischmisheim tritt heute hier mit der zweiten Mannschaft ein. Die erste Mannschaft spielt erste Liga, hat zahlreiche deutsche Meisterschaften in den letzten Jahren errungen. Könnt ihr im Programmheft nachlesen, ist also eine Top-Adresse im deutschen Badminton. Und eins weiß ich, fast alle oder alle hier haben schon erste Liga gespielt. Also unser Respekt ist erstmal riesengroß. Sind natürlich stolz, dass wir hier so eine Top-Mannschaft hier in Freistadt begrüßen können. Ich beginne mal mit dem Mannschaftsführer Christoph Hopp. Herzlich willkommen. Christoph Hopp, mehrfacher deutscher Meister, seine Spezialdisziplin ist Doppel und Mixed und er war bei den Olympischen Spielen in Peking dabei. Applaus
Ja, machen wir weiter mit Matthias Deininger, den hier einige aus dem Jugendbereich kennen. Aktueller deutscher Juniorenmeister im Mixed. Herzlich begrüße ich auch Simon Wang. Mit 16 Jahren der jüngste im Team bei Bischmisheim, glaube ich auch deutsche Spitze bei U17. Ich begrüße ebenfalls die ehemalige Nationalspielerin Lisa Heidenreich. Und Nathalie Burger. Ich begrüße Patrick Neubacher. Ehemaliger deutscher Vizemeister im Herrendoppel. Und jetzt fehlt noch einer, ja? Okay, also muss man erstmal ein bisschen anmoderieren. Also er spielt deutsche Jugendnationalmannschaft, ist super erfolgreich, hat im Moment die Position 1 im Herrendoppel U19 in Europa, war letzte Woche in Estland im Erwachsenenturnier, hat Halbfinale gespielt als Umgesetzter und spielt mit einem Freisteller, das ist Johannes. Also wir begrüßen Marvin Seidel. So, kommen wir zu unserem Team. Top. Alles bekannte Gesichter hier. Ich beginne mit Tanja Jötten. Mannschaftsführerin Tamara Teuber. Laila Jötten. Verena Wong. Johannes Pistorius. Michael Teuber. Florian Waffler. Und Andreas Pistorius. Ja, dann wünsche ich euch, uns, den Spielern hier eine spannende Partie. Hoffentlich hochklassiges Badminton. Und ich denke, wir können schaffen. Thank you.
weiter. Thank you.
Thank you.
Ist das eine Lumperei, das Spiel? Also, komisch, ne? Das machen wir so. Vale, vamos, vamos.
Thank you.
Kollegen. Ja, los.